Ladies and Gentlemen, willkommen zu Disciples Liberation, einem neuen Dark Fantasy Strategierollenspiel, einem storybasierten Rundenstrategiespiel mit Rollenspiel-Features, das mich auf jeden Fall schon mal sehr interessiert. Es soll 80 Stunden Spielkampagne haben. Ich bin gespannt, ob ihr Bock drauf habt, ob ich Bock drauf habe. 80 Stunden, das ist viel. Aber ich habe die Demo schon angetestet und habe mir gedacht, oh, ist wie King's Bounty. Ich muss zugeben, die Disciples-Reihe, von diesen Reihe gibt es schon einige ältere Titel, die kenne ich tatsächlich gar nicht so richtig. Ich habe die nie gespielt. Aber der Trailer und das, was ich bisher gesehen habe und was ich in der Demo angespielt habe, das fühlten sich gut an. Relativ gut an. Und ich bin interessiert, besonders an der Story, besonders an der Welt, deswegen hoffe ich, habt ihr Bock, mit mir gemeinsam die erste Stunde anzuschauen und natürlich schreibt wieder in die Kommentare euer Urteil. Wollt ihr mehr davon sehen? Findet ihr das schrottig? Ich möchte es wissen. So, wir schauen uns schnell mal die Systemeinstellungen an, wie beim First Stunde Gameplay-Video üblich. Einfach damit ihr auch seht, was denn für Möglichkeiten überhaupt drin sind. Okay. Steuerung ist ziemlich simpel. Einstellungen sind okay, schön hoch auf jeden Fall. Untertitel habe ich mal angemacht. Mal schauen, ob wir sie brauchen. Das sagt mir noch nichts. Tatsächlich, das in der Demo, ja, ich leicht überfordert war ich teilweise schon durch dieses komplett neue Regelset. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich das brauche. Also für mich fühlte es sich zu langsam ein bisschen an. Deswegen schön, dass wir die Option haben. Und ich habe auch, das ist normalerweise nicht aktiviert, ich habe das schon mal aktiviert, weil dann kann ich es auch während des Spiels einfach ändern. Und schauen, was die perfekte Geschwindigkeit ist. Na gut, aber enough said, würde ich sagen. Lass uns loslegen. Was ist Disciples Liberation und wie startet es? Es ist eine Zeit zwischen den Zeiten. Über Epochen hinweg waren Nirvindas Jünger Opfer göttlicher Launen. Das Volk leidet. Es kämpft. Er stirbt und wird wiedergeboren, um erneut zu sterben. Aber das Zeitalter der Götter endet. Ihre Zwillingsketten aus Chaos und Grausamkeit werden zerbrechen. Aus Angst vor dem Anbruch dieses letzten Zeitalters wendet sich das Volk einmal mehr seinen Göttern zu. Es findet keine Antworten. Aus Furcht wird Paranoia. Aus Paranoia wird Zorn. Und Zorn führt zum Krieg. Aber Krieg kann die Befreiung Nirvindars nicht verhindern. Und nun erwacht seine unerwartete Retterin, um ihr Schicksal zu erfüllen. Was sie als nächstes tut, wird die Zukunft der Welt prägen. Okay, wir sind die unerwartete Retterin. Anscheinend. Für eine ganze Welt. Der Klassiker, der Klassiker. Bloß, dass wir es schon sehr früh mitgeteilt bekommen. Du kehrst von deinem Aussichtspunkt in die Kanalisation und der Kirche der Heiligen Darchild zurück. Orion, dein bester Freund schläft. Nur sein Schnarchen verrät dir, dass sein regungsloser Körper noch lebt. Übrigens, so beginnt auch die Demo. Also anscheinend, hier, der Anfang wird für mich keine Überraschung. Ah, schauen wir mal. Ich kann euch berichten, ob es Neuigkeiten gibt oder was sich verändert hat. Ich habe nicht die komplette Demo gespielt, sondern bloß ungefähr die ersten, ja, 15 bis 20 Minuten. Dementsprechend weiß ich schon ein bisschen, was passiert. Ori, alles in Ordnung? Das ist auch so. Teilweise gibt es hier Texte, die gesprochen werden, teilweise nicht. Ich bin mal gespannt, ob es ähnlich wie in Pathfinder ist und dass bloß die Hauptdialoge gesprochen werden oder hier eher die Dialoge gesprochen werden und das Erzählerische ich dann übernehmen kann. Das wäre hoffentlich die bessere Variante. Für mich zumindest. Was? Oh, Avi. Ich dachte schon, du wärst eine Kirchenwache. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dein Geschnarche oder dieser Gestank. Wie kannst du hier unten nur schlafen? Was ich problematisch finde, muss ich zugeben, ich finde, die deutsche Stimme passt. Irgendwie habe ich ein anderes Bild im Kopf bei der Stimme. Deswegen, irgendwie stimmt die Stimme nicht so zu dem Bild, aber naja. Saufen und schlafen kann ich überall. Ist eine Gabe von mir. Wie spät ist es? Du denkst kurz nach und fährst dann fort. Die Dämmerung ist angebrochen. Die heiligen Hände des Priesters sind weg.
Soweit ich sehen kann, bleiben noch drei. Heilige Hände des Priesters sind anscheinend Kirchenwachen. Okay, also wie gehen wir das an? So. Holy moly, erstmal ein Wall of Text. Dialogentscheidung. Tatsächlich hat man hier viele Entscheidungen zu treffen und man hat viele Möglichkeiten und angeblich soll das vieles beeinflussen. Bin ich sehr gespannt. Ich werde jetzt erstmal neutral starten, aber schreibt mir ruhig in die Kommentare, wollt ihr das Übliche bei mir sehen? Wollt ihr den dunklen Pfad beschreiten mit mir? Oder soll ich Goody Two-Face spielen? Also hier schön auf der Paladin, der in mir steckt. Oder worauf hättet ihr Bock? Schreibt's in die Kommentare. So, du entscheidest, was Aviana zu anderen Charakteren sagt. Bei jeder Entscheidung gibt es ein Symbol, das dir einen Hinweis darauf gibt, was Aviana als nächstes sagt. Bei einem Fragezeichen stellt sie eine Frage. Bei einem Herz versucht sie, dem anderen Charakter romantisch näher zu kommen. Ein Kampfzeichen oder gekreuzte Schwerter beendet das Gespräch und lässt sich den anderen Charakter angreifen. Ein Plus-Symbol, so ein Add-Zeichen, bietet dem anderen Charakter an, sich deiner Sache anzuschließen. Was ist das? Hörner, glaube ich. Ja, Hörner. Versucht, einen Charakter zu verhöhnen, anzuschreien, einzuschüchtern oder zu bedrohen. Okay, ein Heiligenschein versucht, einen anderen Charakter zu überzeugen, zu trösten, ihm zu schmeicheln oder nett zu ihm zu sein. Engelsflügel ist etwas Unberechenbares, aber zu Aviana passendes. Was in keine der obigen Kategorien passt. Und die Schlangen, die gespaltene Zunge, lügen. Ein Erfolg ist aber nicht garantiert. Entscheidungen haben große Auswirkungen auf die Handlung und das Ende des Spiels. Es gibt aber keine falschen Entscheidungen. Spiele Aviana so, wie du willst. Also heißt es für mich, ich darf eigentlich nicht... Diesmal in diesem Spiel, ich bin ja eigentlich ein Fan von Spoilern, diesmal darf ich aber anscheinend nicht in den Foren rumgurken und schauen, was so alles vor mir liegt, damit ich mich nicht beeinflusse, in welche Entscheidung ich treffen muss. Ja, okay. Priester töten. Ich hätte ein paar Fragen. Lass uns erstmal darüber reden. Genau. Was ist hier eigentlich los? Wir sind hier einfach in der Kanalisation, sollen den Priester töten? Warum? Wer sind wir? Natürlich. Wer ist dieser Priester? Was wissen wir über diesen Priester? Mal sehen. Orin zieht den Auftrag heraus und liest ihn vor. Also wir sind sowas wie Attentäter. Sebastian, Feind des Schleiers und Imperiums, hat seine königliche Garde gerufen und Du trittst näher und schaust selbst. Okkupiert. Richtig. Hat seine königliche Garde gerufen und okkupiert die Kirche des heiligen Darchild. Ja, klingt echt böse. Mhm, ein böser Priester. Der Classic. Was haben wir gleich wieder vor? Fassen wir zusammen, was wir bisher wissen. Ja, was wissen wir? Gibt's eigentlich eine Taste? Kann ich wohl... Clever! Ah, Leertaste geht auch. Wir sind Söldner. Ich bin dein bester Kumpel, Orion. Mach jetzt keine Witze, Ori. Tut mir leid, aber was gibt es schon zu sagen? Ich weiß nur, dass uns der Mord an diesem Priester mehr einbringt, als wir sonst in unserem ganzen Leben verdienen würden. Und jetzt warten wir in der Kanalisation unter seiner Kirche darauf, dass die Wachen schlafen gehen. Okay. Wir sind geldgierig. Was würde Orion tun? Ich mache ständig die Pläne. Es würde dich nicht umbringen, auch mal einen Plan zu haben. Mein Plan ist, mich an dich zu halten. Und zwar schon, seit wir klein waren. Hat immer funktioniert. Du schenkst ihm den Blick, den du ihm schon so viele Male geschenkt hast. Na schön, ich könnte ja die Wachen ablenken und du schnappst dir den Priester. Okay, das könntest du. Es gibt nur einen Weg, es richtig zu machen. Klar, und der wäre? Ja, keine Zeugen. Töten wir sie alle. Das ist sozusagen der einschüchternde, der böse Weg, der Teufelsweg. Dein Plan ging gut, so Avianas, oder geht ungesehen vor und tötet nur ihn. Ach, dein Plan klingt gut. Dein Plan gefällt mir. Wir gehen zusammen rein. Du kümmerst dich um die Wachen, ich mich um den Priester. Tatsächlich habe ich in der Demo mich für den Heiligenschein entschieden. Wachen, ablenken. Priester, töten. Klar. Bin mal gespannt, ob sich was daran ändert, an dieser Entscheidung. Du kennst Orion, ich nenne ihn Orion. Ich find's Orion viel cooler. Kommt von Master of Orion. Schon lange gut genug. Genug und weiß, was er wirklich denkt. Du wirst nervös. Wir haben schon viele Aufträge erledigt, aber töten ist nie einfach. Also ja, ich bin nervös. Du nicht? Hm.
Natürlich bin ich nervös. Das weißt du doch. Aber wenn wir den Auftrag jetzt ablehnen, dann ist bald jemand anderes auf uns angesetzt. Oh, unsere Auftraggeber sind also Baddies, hohe Tiere, die kein Scheitern erlauben? Der Priester muss dran glauben. Egal wie. Genau. Also lass uns raufgehen, die Wachen ablenken, den Priester ausschalten und dann wieder abhauen. Ganz einfach. Ha, so einfach. Ganz einfach. Ja, ganz einfach. Alright. Als moralisch grau zu bezeichnen, also chaotisch neutral in anderen Spielen, ist wohl eine Untertreibung, doch das gilt auch für Beschreibung treu. Er wuchs als jüngstes Kind einer großen, liebevollen Familie auf, sodass es schwer für ihn war, die Niederen zu verlassen. Doch wäre er geblieben, hätte dies geheißen, Aviana aufzugeben, und das würde er niemals tun. Er hat geschworen, sie aus Scherereien herauszuhalten und sie in welche zu verwickeln. Und das ist ein Schwur, den er bis zu seinem letzten Anzug zu Ehren gedenkt. Okay. Typ bester Freund. Mit der Alt-Taste können wir Sachen hervorheben. Ganz nützlich. Oh ja, ich glaube, wir bewegen... Der Sound ist komisch, finde ich. Ist der bloß auf der einen Seite? Ist der monoton, der Sound? Oh, shit. Da, die nächste Wall of Text. Das ist Avianas Inventar. Hier kannst du verschiedene Beute ausrüsten, die du während deiner Abenteuer gesammelt hast. Gegenstände nach ihrer Art sortiert. Zum Beispiel Helme, Waffen oder Gefühlssplitter. Das Gefühlssplitter ist noch was Neues. Das habe ich noch nicht kennengelernt. Sie werden auch nach ihrer Seltenheit sortiert. Gewöhnlich, selten, episch und legendär. Legendäre Gegenstände sind einzigartig und besonders mächtig, aber auch schwerer zu finden. Hebt mal einen Gegenstand hervor, werden seine Werte angezeigt. Achte darauf, oft dein Inventar zu überprüfen. Nur wenn du die beste Ausrüstung nutzt, kannst du das Schlachtfeld dominieren. Das sind wir. Wir können viele Dinge machen. Wir können später noch Fertigkeiten vergeben. Aber erstmal haben wir so eine Grundausrüstung, Söldnerausrüstung. Ja, wir sind Söldner prinzipiell mit Billo-Equipment. Ist das so ein Gefühlssplitter-Slot? Keine Ahnung noch. Wir haben dort unten verschiedene Ressourcen. Das wird interessant. Das wird wirklich interessant. Holz und Eisen, also wir können später Sachen bauen. Lerne neue Zauber durch das Finden Schriftrollen. Jeder Zauberschriftroll ist jetzt später den entsprechenden Zauber zu erforschen. Zauber können nur von Aviana eingesetzt werden. Sie sind in 4 Ränge, also ich bin also Magier sozusagen. Wobei Rang 4 der mächtigste ist. Und die mächtigsten Zauber zu verwenden, musst du Punkte in die Fertigkeitsbaum investieren. Zauber können das Blatt in der Schlacht wenden. Unterschätze sie also nicht. Ja, es gibt 80 Zauber, soweit ich weiß. Stimmt das? 4, ja. Und noch 8 Kampfzauber. Ich glaube, irgendwo in einem Trailer oder so hieß es 80 Zauber und noch ein paar Kampfzauber. Was auch immer das bedeutet. Wissen wir noch nicht. Wir sehen hier, wir haben ausgeglichene Werte. Wir haben ausgeglichene Werte in Stärke, Geschicklichkeit, Konstitution. Verbessert körperlichen Widerstand, göttlichen Widerstand. Erhöht Kraft. Klassen Söldnern, Hexklinge, Kriegsfürsten. Erhöht kritische Treffer, verbessert Initiative. Erhöht LP, verbessert unheilig Widerstand, verbessert Urwiderstand, erhöht Mana, erhöht Kraftklassen, Söldnerin, Hexlinge, Seherin und Hexe. Das weiß ich nicht. Wir sind Söldnerin. Gehe ich mal davon aus. Deswegen ist Stärke und Intelligenz gerade das, was unsere Kraft steigern würde. Also erstmal schon mal viele Sachen. Wir haben hier körperlichen Widerstand, wir haben göttlichen Widerstand, also heilig, ja, Elementarwiderstand und unheiliger, also Nekromantie-Widerstand. Wir haben ein Tagebuch, Quests und dein Stand bei den Fraktionen findet man hier. Das ist auch interessant. Wir können anscheinend hier, dort unten sieht man es schon ein bisschen durchblitzen, mit 4 Fraktionen Beziehungen aufnehmen und dann entsprechend, ja, positiv oder negativ. Und dementsprechend können wir, glaube ich, deren Einheiten nehmen oder nicht. Nimm sie aus. Hier kannst du da. Achte darauf, hier oft nachzuschauen. Dein Stand wirkt sich auf deine Fähigkeiten aus, das Kampfpotenzial der produzierten Einheiten zu maximieren. Produzierte Einheiten. Ich werde irgendwann Einheiten produzieren. Mittel. Okay. Gefährtenquest, Nebenquest, Charakter, Einheiten. Gefährten können Waffen und Gefühlssplitter ausrüsten. Normale Einheiten können nur Gefühlssplitter ausrüsten. Okay, das sieht man. Oh, das ist eine schöne Übersicht. Also, Aviana ist mein Hauptcharakter sozusagen mein Held. Die kann alles tragen. Alles, was ich finde, kann sie tragen. Gefährten, davon gibt es einige.
mindestens eine, wenn nicht zwei Hände voll an Möglichkeiten, an Gefährten. Die können neben einer Waffe und einen Gefühlssplitter tragen, der wahrscheinlich auch irgendwelche Buffs gibt. Und Truppen, die ich dann später rekrutieren kann, die können, also ähnlich wie bei Heroes, wie in der Heroes-Reihe, glaube ich zumindest, die können Seelensplitter noch tragen. Und das Schöne ist, wenn die, steht das hier? Genau, da. Wenn eine Einheit stirbt, also so eine Einheit, wenn sie dann stirbt, kriege ich den Seelensplitter zurück. Also ich soll sie ruhig einteilen. Beziehungsweise, ja, ich soll sie einteilen. Oh, genau, die zwei habe ich. Level 1, zwei Helden. Das war so ein Raster, das ist meine Aufstellung sozusagen. Ich könnte sie hier, glaube ich, nein, hier geht's nicht. Aber doch, geht. Ich könnte sie ein bisschen umstellen. Ich habe sogar zweite Reihe, minus 100% Kosten. Fernkämpfer, sieht man hier schon, so ein Fernkampfsymbol. Nahkämpfer da wären wahrscheinlich falsch am Platz. Sehr gut, okay. Ah ja, den Sound wollte ich eigentlich nachschauen. Ich erinnere mich. Sound. Gibt es da eine Option? Nee, es gibt keine Option. Okay. Ja, vielleicht ist es bloß zufälliger so. Oder ich bilde mir das einfach bloß ein und die hört es viel besser. Hallo, wer bist du? Sein Auge sieht alles. Wessen Auge? Ich sehe dein Auge nicht. Das Auge Saurons vielleicht. Okay. Wir können hier bearbeiten. Ich könnte ihn nach vorne. Moment, wie geht es? Ich kann... Achso, ich müsste bearbeiten. Ah ja, okay. Ja, ich muss nichts machen. Legen wir los. In die Zange nehmen. Habe ich gerade gelesen. Gibt es. Habe ich auch kennengelernt. Einheiten, Kampfstrategie, Aktionspunkte. Das ist dann wieder, das kennen wir, das mit den Aktionspunkten aus, ja auch Pathfinder oder auch Baldur's Gate. Es gibt verschiedene Aktionen, so in etwa. Die blauen Punkte, da können die Einheiten sich bewegen. Für rote Punkte können sie angreifen. Für orangene Punkte können sie machen, was sie wollen. Moment, das ist, glaube ich, neu. Am Ende der Runde verbliebene AP-Einheit werden jeweils... Außerdem, ich glaube, das Außerdem war davor noch nicht da. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Außerdem in der Demo da war. Oder ich habe es überlesen, kann auch sein. Das mit den Lebenspunkten, das habe ich gemerkt. Ich hatte einen Kampf, der war nervig, weil dauernd der Gegner sich geheilt hat und ich ihm kaum Schaden dadurch gemacht habe. Also er hat sich nicht gewehrt, aber er hat sich dauernd geheilt. Mit seinen Aktionen und dann, naja. Bis zur nächsten Runde Initiative, wenn man blau nachlässt. Gewährt geschützt bis zur nächsten Runde, wenn man rot lässt. Und das gelb sogar beides. Geht sorgsam mit euren AP und man macht auf die AP der Gegner schon eine kluge taktische Entscheidung zu treffen. Okay. Er hat zwei Orangene. Aber es gibt hier auch einen Overwatch. Oder zumindest Warten-Modus. Sie hat einen blauen und einen Orangenen. Das finde ich nicht so toll. Er kann also zweimal angreifen. Während sie bloß einmal angreifen kann. Okay, wo ist der Geschwindigkeitsbefehl? Oh, 100%. So. Ja. Vielleicht ist es 200. Der Kampf beginnt. Doch ein Meisterstratege weiß, wann er angreift und wann er abwartet. Ja. Du hast deinen Aktionspunkt eingesetzt. Du hättest aber auch warten können. Ja, Spiel, das habe ich gemacht. Haha. Um den Zug deiner Einheit bis zum Ende deiner Runde hinauszuzögern. So lässt du Gegner sich verausgaben, indem du sie näher an dich heranlockst und die ideale Gelegenheit schaffst, um selbst zuzuschlagen. Du kannst doch den Zug einer Einheit beenden, ohne ihre Aktionspunkte einzusetzen. Jeder nicht verwendete Aktionspunkt stellt 10% der Gesundheit einer Einheit wieder her. Das richtige Timing ist alles. Ja genau, deswegen haben wir gewartet und jetzt kann ich hier... Ich habe zwei Fähigkeiten. Ich habe seinen Mantel. Damit kann ich... Wirkt ein Mantel, der den Blick getrübt und für zwei Runden Heimlichkeit bei wird im Ziel gewaltiger Schaden und Bluten zu einem solchen Angriff offenbart und entfernt Heimlichkeit. Oder ich greife ihn jetzt einfach an und mache geschwächt. Minus 15% auf Kraft und alle Widerstände. Das wird Schlitz. So, oh, noch ein bisschen laggy und so, aber das kriegen wir schon hin. So. Schnell. Sie kann hier hin. Und einen Wirbelangriff machen. Ich hätte auch eine 2 drücken können. Ah, das ist ein bisschen laggy hinten. Also, das war so nett. Das war nämlich nicht. Spür den. Ah ja, okay. Ah ja, schon nicht. Ja, wobei, ein bisschen fühlt sich so an. Ah, muss ich mal nachschauen. Aber
So, also sie hat jetzt einen Punkt übrig. Ich könnte jetzt mit ihr laufen, aber ich mache einfach, dass ihr einen Zug aufhebt. Dann ist sie in der nächsten Runde wahrscheinlich als erstes dran, oder? Nee, nicht einmal. So, in die Zange nehmen heißt hinten einer, vorne einer. Und dann gibt's extra Schaden. Okay, die Legs haben wir auch aufgehört. Das ist wahrscheinlich erst der Schluckauf. Wobei, das ist schlecht. Später werden die Schlachtfelder wahrscheinlich größer. Wir halten hier die Stellung. Ja, zur Not. Wobei, das ist doch ein schlechtes Zeichen. Also, wenn es hier Legs gibt, also bei meinem PC. Puh. Nee, es sieht alles gut aus. So, das war doch ziemlich simpel. Episches Bild, epische Freude, episches Gold, bisschen Erfahrungspunkte. Weiter geht's. Gibt's immer so ein Sieges. Die Kanalisation ist offenbar nicht so sicher, wie wir gedacht haben. Wir kämpfen uns durch, wie geplant. Oh ja. Wir haben einen Zauber gelernt. Oder gefunden. Halt, jetzt haben wir da im Zauberbuch. Hier unter Ur. Solions Nebel lässt die Wasser des Lebensstroms herabregnen, was 25% deiner maximalen LP eines Verbündeten gewährt dem Ziel Regeneration. Ziel 25% Grund am Anfang seines Kugels zurück. Wird durch Brennen negiert. So, das könnte ich auf diesem Magiekreuz oder Magiekreis sozusagen platzieren. Ist es schon? Weil ich da noch nichts habe als sonst. Aber ich kann anscheinend so, was waren das jetzt, 8 Slots? Kann ich so mitnehmen. So. Ja, hier komme ich nicht weiter. Ich kann die Kamera nicht drehen, tatsächlich. Diese isometrische Sicht, die ist einfach gegeben. Während dieses Kampfs haben einige deiner Einheiten LP-Lebenspunkte verloren. Um ihre Lebenspunkte wiederherzustellen, musst du Haltzauber im Kampf einsetzen oder mit einem Lebensbrunnen interagieren. Lebensbrunnen findet man in der ganzen Welt so. Sowohl innerhalb als auch außerhalb von Gebäuden. Die Frage ist, kann ich unendlich mit Lebensbrunnen... Scheinbar nicht. Ich kann nur einmal damit interagieren. So. Das hat diese Gittertür geöffnet. Wir müssen da hoch. Da vorne sehe ich schon jemanden. Da sind Imperial-Streitkräfte. Aber wir können... auch einfach die Richtung. Also was müssen wir mit deinem Anteil des Gelds anfangen? Erstmal müssen wir es verdienen. Schön immer Alt-Taste Spam. Damit man sieht, wenn man was übersehen könnte, wollte. Hier ist ein alternativer Schleichweg, der führt zu etwas Bösem. Und tote Schergen. Das erinnert mich stark an King's Bounty. Man muss... Da fehlt der Kreis drumherum, aber ja... Gegner stehen herum, man sieht Gegner oder die laufen herum und man kann sich selbst entscheiden, will man gegen die kämpfen oder nicht. Hier gäbe es sogar einen Rückzug, also wenn ich nicht angreifen sollte, dann... Oh, wie ist die Schlacht, die mit dem Quest oder dem Fortgang geschieht oder dein Trupp ist nicht stark genug, um die Gegner Streichmacht zu überwinden. Das ist gut, es gibt eine Schnelltaste. Das ist geil, das gefällt mir. Aber die sind wahrscheinlich stark genug, um mir Probleme zu bereiten. Aber nicht jetzt. Wir warten. Hier unten habe ich ja die Möglichkeiten. Sie ist die Einzige, die zaubern kann. Alle anderen haben halt Fähigkeiten. Eventuell. Und hey, Zombies. Ich kann ranzoomen. Hier auf dem Schlachtfeld, da kann ich ein bisschen neigen, die Kamera. Ranzoomen, rauszoomen, das geht hier. Hier hinten würden meine Fernkämpfer stehen. Genauso hat der Gegner auch immer so eine hintere Reihe Erhöhung, wo die Fernkämpfer stehen können. So, ich gehe mal hier hin. Und Schlitz. Ah, jetzt ist es auch wieder gut. Alles gut. So geht's. So, Schlitz. Das macht geschwächt, dadurch hat er weniger Widerstände. Dadurch ist der zweite recht stark. Und sie macht den jetzt weg. Mit diesem Befehlsschlag. Stinknormaler Angriff, hätte ich mal gesagt. Noch ist es nicht so wichtig. Er hat einen Angriff und einmal Heimlichkeit. Sie hat einen Angriff und einen Rundschlag. Mehr ist es nicht. Deswegen ist es noch ziemlich simpel und überschaubar von meinen Möglichkeiten. So, Schlitz, Schlitz. Und der Gegner ist dran. Er macht Kratz, Kratz.
Aber jetzt sind wir an der Reihe und... Ja, jetzt müsste er auch ausgelöscht werden. So, an der Zange, nochmal Damage und er löst sich auf in Asche. Gute Erfahrungspunkte, wieder Geld. Tatsächlich hatte ich gedacht, in der Demo hat man da auch Items bekommen. Ah gut, vielleicht war es zu overpowered. Oh, was haben wir denn dort unten? Einheiten? Ah ja, da komme ich in die anderen Menüs auch rein. Was ist das? Tagebuch? Karte? Karte bringt jetzt noch nichts. Haben wir noch freigeschaltet? Das neue Ausrüstung bekommen. Ein neues Schwert. Kann ich auch hier drauf drücken? Ah, okay. Sowas kann ich. Moment. Oh, da erfahren wir etwas von ihr. Seit in Avianas Jugend ein seltsamer Energiestoß von ihren Fingern ausging, wird sie vom Schleier gejagt. Und der Schleier ist anscheinend so ein fanatischer Orden der Kirche oder sowas. Um ihre Familie zu schützen, floh sie aus der Heimat ihrer Kindertage und schlägt sich seitdem mit kleinen Aufträgen durch, wenn sie sich gemeinsam mit ihrem Freund Orion versteckt hält. Im Laufe der Zeit bekamen die beiden den Spitznamen Zwielichtzwillinge und wurden als Söldner bekannt. Aviana dachte, dieses Leben wäre ihr Schicksal. Doch eine ganz andere Geschichte erwartet sie. Oh ja, das werden wir auch tatsächlich sehr bald erfahren, was die wahre Geschichte von ihr anscheinend ist. Gut, das Intro hat es schon gesagt. Das ganze Schicksal der Welt liegt auf unseren Schultern. So, wie ist die Inventar ist nicht Inventar. Gibt es eine Schnelltaste fürs Inventar? Die wäre tatsächlich... Ja, okay. Escape. Okay, Escape. Na gut, wir haben hier eine neue Waffe. Die Waffe macht 7 Kraft. Die macht 7 Kraft und 7 LP. Tatsächlich wirklich bloß 7 LP. Naja, ist nicht so überwältigend. Wie ist denn das jetzt? Ich kann doch... Wie kann ich dem jetzt eine Waffe... Ah ja, hier. Diese Waffe ist bestimmt charakterbeschränkt. Okay. Kann nur von Aviana-Klassen Söldnern, Häschen und Kriegsfürsten verwendet. Man kann also die Klasse wechseln und dann wird sie andere Sachen machen können. Krass. Oh, du hast eine Passive. Hier wird Orion plus 3 Moral. Der Schaden, wenn er Gegner in Zange nimmt, wird für Orion. Oh ja, Zange nehmen. Sehr wichtig. Moment, hat sie dann auch sowas, eine Passive? Sie hat doch auch eine Passive. Was ist das? Anspornende Präsenz. Gewährt Verbündeten innerhalb von 2 Feldern von Aviana angespornt. Was macht Moral? Moral. Verbessert und verschlechtert Kämpfe von Einheiten. Erhaben 3 und mehr. Okay, Kritschuss. Angefeuert, angespornt. Moral ist also ein ordentlicher Boost. Wer Moral hat, der schlägt ordentlich zu. Okay. Wieder was gelernt und ein neues Schwertchen bekommen. Wobei es bloß, also, das nicht mal 1% Leben gibt. Es ist ein bisschen underwhelming, aber, hey, hier waren Gegner. Die machen natürlich weg. Ich hätte auch von denen wegrennen können. Aber natürlich will ich das nicht. Wer bin ich denn? Ich renne doch nicht vor Gegnern weg. Ich warte. Ich lauere in den Schatten auf sie. Setze den Feind unter Druck. Gelikmantanka. Ah, schön. In der Demo kann ich mich dran erinnern, da waren die Deutsch- und Englisch-Texte noch nicht on point. Aber gern. Beziehungsweise die Texte waren noch nicht on point, da haben noch einige mal Deutsch, mal Englisch geredet. Jetzt scheint bisher noch alles in Ordnung zu sein. Keine Bemerkung, dass es irgendwie nicht so ist. So, schön in die Zange genommen. Er macht da extra Schaden, wie wir es ja wissen. Oh ja, 192. Und Schlitzen. Er ist weg. So, mein Freund. Du bist als nächstes dran. Na, was sagst du dazu? Ein dunkles Geschoss. 67. Ein Lock oder so. Es gibt auch einen Friedhof. Man kann später Einheiten wiederbeleben. Aber ein Lock tatsächlich wäre auch ganz cool. Ich schleich mich durch. Also wo ich sehen kann, wer wie viel Schaden wo gemacht hat. Man sieht es zwar hier immer ganz kurz, aber vielleicht ist es später wichtig. Das war zum Beispiel zu schnell. Irgendwas 57 oder 67. Du bist erledigt. Die Zahl ist zu schnell verschwunden. Das könnte auch eine Einstellungssache sein.
Schlitz. Und Schlitz. Aber der ist super stark. Der kann halt zweimal zuschlagen. Das ist super stark. Sie ist total schwach im Gegensatz zu ihm. Im Moment. Wird sich bestimmt irgendwann ändern. Mal schnell in die Optionen schauen. Was ist es denn? Was ist es denn? Gameplay? Kampftempo? Kampftempo-Wirkung. Ja, doch. Kampftempo-Knopf anzeigen. Ja, zustandsautomatische Züge überspringen. Wir können das mal anmachen. Lebenspunkteleiste immer anzeigen, Zustände immer anzeigen. Kamerascrolltempo, weiß ich nicht. Probieren wir mal diese Einstellung. Weil ich habe... Okay, ja, Spiel speichern können wir auch. Ich wollte eigentlich... Na gut, egal. So, die Tür ist zu. Das bedeutet, irgendwo ist wieder ein Hebel. Da ist ein Hebel. Da ist eine Kiste. I like both. Erstmal die Schatzkiste. Eine Kettenhaube. Okay. Söldnerhelm wird ausgetauscht mit einer Kettenhaube. Gibt ein Intelligenz mehr. Dadurch wird meine Kraft stärker. Und ein Urwiderstand mehr. Okay. Oh, Kettenhauben sind vor allem beliebt bei leichter Infanterie und Magiern, wenn sie den Kopf auf den Schultern behalten wollen. Ah, sehr schön. Schön, dass da auch Flavortext dabei ist. Ich liebe es. Vielleicht gibt es da ein paar interessante Geschichten auch noch. Der Fall zeigt hierhin, aber hier ist eine Sackgasse. Also die Questanzeige hilft mir nicht unbedingt, den Weg zu finden, muss man dazu sagen. Später die Karte wird wahrscheinlich sinnvoller, also die Karte, die noch nicht freigeschaltet ist. Ich hoffe es zumindest. Auch hier kann ich ein bisschen raus und reinzoomen. Tja, da ist unser Ziel und da ist ein Heilbrunnen. Ihr wisst, was uns erwartet. Bossfight. Leben! Sebastian, guten Tag. Sebastian, der alte Priester der Kirche des Heiligen Darchid, schaut von seiner Arbeit zu dir hoch. Er sortiert gerade Kinderkleidung. Alle Stücke sind sauber und hochwertig und sie sind an Waisenhäuser in der Stadt adressiert. Er ist nicht wirklich das Monster, das ihn dein Auftrag beschreibt. Zumindest bis er dich anknurrt. Die Ratte, die durch unsere Kanalisation kriecht, zeigt sich. Ich glaube, er weiß von mir, deswegen hat das auf jeden Fall keine Chance. Auf dich ist ein Kopfgeld ausgesetzt. Jemand will dich tot sehen. Und dieser jemand zahlt sehr viel Geld dafür. Der Priester macht eine Geste. Seine Wachen treten aus dem Schatten. Du bist umzingelt. Natürlich. Und du bist hier, um mich zu warnen. Nein, um dir in die Augen zu blicken, bevor ich meinen Auftrag erfülle. Wenn ich es nicht tue, dann jemand anders. Hoffentlich kämpfst du ebenso ehrenwert. Umzingelt in der Falle. Wenn es je eine Zeit gab, das Schwert zu zücken, dann jetzt. Okay, ich kann schon mal sagen, meine Entscheidung am Anfang, dass er die Wachen ablenkt, während ich hier den Priester töte, haben nicht funktioniert. Also es gibt... Oh, Ziel ist, überlebe 3 Runden. Oh, I understand. Okay, Kampfstrategie. 2-Reihe-System. Jede Einheit in deinem aktiven Trupp kann entweder in der ersten oder zweiten Reihe platziert werden. Einheiten in der ersten Reihe können ihre erste Reihe-Fähigkeiten einsetzen, bei ihren Zügen gesteuert werden. Sie können allerdings auch anvisiert und besiegt werden. Einheiten in der zweiten Reihe können ihre zweite Reihe-Fähigkeit einsetzen und können weder anvisiert noch direkt besiegt werden. Sind alle Einheiten der ersten Reihe besiegt, geht der Kampf verloren. Die Einheiten des Trupps möglichst klug der ersten oder zweiten Reihe zuzuweisen, ist ein entscheidender Teil der jeder Kampfstrategie. Na gut. Wir sollen nur überleben. Okay. Das stimmt ja. Es gibt hier auch immer Felder. Felder, die Effekte haben. Hier, dieses hat zum Beispiel... Leben regenerieren, beziehungsweise Leben direkt heilen, wenn man drauf geht. Also man muss auf die Felder einmal treten. Dann kriegt man diesen Effekt, das ist wie zum Einsammeln. Und ich krieg Regeneration. Regeneration 3, wie man sehen kann.
Stimmt, der Effekt wird ja jetzt dauerhaft angezeigt. Lebenspunkte leisten. Hoher Vater, lass ein Licht leuchten. Der hat sich erstmal gebufft, der Dude. Durchbreche die Linie. Heute stirbst du. Der Feind darf nicht durchbrechen. Also ich kann euch schon mal sagen, die Gegner sind stark. Zwei gegen die. Ist ein bisschen heftig. Schlitz. Ihr seht schon. Er kann was. Ich mach das schon, Avi. Der kann schon was. So. Ja, jetzt sind die Gegner dran. Die hauen ordentlich zu. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Das ist Runde 3 kommt dann erst. Ha! Seht her. Das hat wehgetan. Und die gehen halt richtig auf die ein. Wehre den Feind ab. Okay. Spür den Biss der Schlange. Schlitz. Also einen kriegen wir down. Mit etwas kluger Strategie wäre es vielleicht möglich, auch... Moment, warum habe ich angegriffen? Hey, was ist hier passiert? Naja, wir haben die Runde überlebt. Ori, hier stimmt was nicht. Ja, so ein bisschen starke Gegner, nicht wahr? Und dass die uns erwartet haben, ist ganz böse. Ja, wir verlieren. Deine Sicht verschwimmt. Ein Schmerz durchzuckt deinen rechten Arm bis zu den Fingerspitzen. Er ist so heftig, dass du meinst, deine Haut würde gleich platzen. Und dann tut sie es. Hilf mir. Aus deinem Fleisch dringt Dunkelheit hervor, wie eine wirbelnde schwarze Perle. In ihr siehst du die finsterste Nacht und die Nacht sieht dich. Ein Kranz geschmolzenen Lichts knistert aus der Schwärze hervor. Unmöglich. Bleib zurück, Narren. Ihr alle zurück. Das ist ein Portal. Weg, jetzt. Du und Orion springt durch die sengende Hitze in die Leere und ihr werdet sofort verschlungen. Hinter euch schließt sich das Portal und zurück bleiben nur die schwarzen Narben auf dem Steinboden und die Angst in den Herzen aller. Okay, nachdem du aus dem kosmischen Spalt geschleudert wirst, schwirrt dir der Kopf. Noch nie zuvor haben sterbliche Füße diesen Boden betreten. Oder sterbliche Augen diese uralte Aussicht erblickt. Einladend breitet sie sich vor dir aus, darauf wartend, entdeckt zu werden. Bis jetzt. Dies ist deine wahre Heimat. Dies ist dein Schicksal. Die Himmelspforten. Übrigens, das sieht, dieser Ort, der sieht echt so aus. Oh, wir kriegen Gold, Eisen, Holz. Dieser Ort sieht aus wie aus Heroes of Might and Magic oder Might and Magic Heroes 3, 4, 5, 6, 7. Meistens die Zufluchtsstadt sieht ziemlich ähnlich aus, so mit Engel dann am Ende und so weiter und so fort. Naja, Orion folgt dir, als du dich der vergessenen Stadt näherst. An ihren Toren ist ein Wort in fremden Glyphen eingehauen. Dort steht Xilian oder Ilian. Du weißt, dass das Stadt der heiligen Engel bedeutet. Obwohl du bisher nicht in der Lage warst, solche Zeichen zu lesen. Verlassen und uralt. Vielleicht Zwergenwerk. Nee. Das ist sogar noch älter. Älter. Sieh dir die Mauern an. Sie wurden nicht gebaut, sondern aus dem Felsgestein herausgearbeitet. Und diese Glyphen sehen aus wie die auf meiner Rüstung. Du machst dir Sorgen wegen deines Gürtels, Avi? Du hast gerade ein Loch in den Raum gerissen und wir sind in irgendeiner vergessenen Stadt. Tut mir leid. Es ist nur, ich habe dich das nicht mehr tun sehen, seit wir klein waren. Das hat mir Angst gemacht. Ich weiß, damals konnte ich es nicht kontrollieren, aber diesmal war es anders. Ori, ich werde das Gefühl nicht los, dass es Schicksal war. Das Wort begleitet dich, als du weitergehst. Schicksal. Sehen wir uns mal um, aber sei vorsichtig. Nur weil dieser Ort verlassen aussieht, heißt das noch lange nicht, dass er es ist.
Deine Gedanken rasen, während du dir die Landschaft anschaust. Inmitten der Trümmer siehst du die Geister von Marktplätzen, Schmieden, Wohnhäusern und Familien. Wie unglaublich es hier einst gewesen sein muss. Sprich in der Burg von Xillian mit Orion. Dein Zuhause, Xillian. Ilian, Jillian, ach, keine Ahnung. Willkommen in der legendären, vielleicht sagen sie irgendwann mal den Namen, in der legendären Stadt, deiner Heimat. Im Lauf deiner Reise durch Nevendar wirst du sie dir zu eigen machen und sie verbessern können. Derzeit gibt es hier noch nichts außer der Burg und einem Gebäude jeder vier Fraktionen. In den Fraktionen kannst du Einheiten für deine Armee auswählen. Sobald dies erledigt ist, gehst du in die Burg und sprichst mit Orion. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, überlesen. Während deiner Reise wirst du Baupläne erhalten. Schwächeblitz, Wort der göttlichen Macht, niederen Teufel beschwören. Wirst du Baupläne erhalten. Jeder erhaltene Bauplan erlaubt es dir, ein bestimmtes Gebäude zu errichten. Der Bau jedes Gebäudes erfordert bestimmte Ressourcen und Gold. Die Verbesserung von genau ist entscheidend, da jedes Gebäude dir mächtige Vorteile gewährt. Der entscheidende Vorteil ist, dass du durch jedes Gebäude, neue Gebäude, auch neue Einheiten für deine Armee anwerben kannst. Herz des Abgrunds, leerer Platz zum Bauen. Friedhof, wir können wieder Untote beschwören. Tempel, oder das hier, leerer Platz. Hier gibt's zwei leere Plätze, wenn ich das richtig sehe. Die Burg haben wir hier, da gibt's einige Sachen zu tun. Aber ansonsten haben wir hier was für Dämonen, für Untote, für Heilige und für Naturboys, oder was ist das? Was kriegt man hier? Einheiten anwerben. Schattenzauberer. Elfen oder wie? Die Schatten lockten. Einheiten ausbilden. Okay, Phasen verschieben. Du kannst es an einem leeren Platz später neu mit Kosten erhöhen sich nach. Aha, ich könnte es umbauen, aber habe ich später mehr Plätze? Ist die Frage. Wir haben jetzt eine Karte. Nein, haben wir nicht. Okay, was kann ich hier anwerben? Die haben mich doch gerade angegriffen, die Soldaten. So wie es aussieht, ist es wirklich so, dass es auf der linken Seite des Audios stärker ist. Aber es ist nicht komplett nur auf der linken Seite, sehe ich gerade beim Audioausschlag. Interessant. Okay, hier kriegt man Soldaten. Was kriege ich beim Friedhof? Zombies. Die konnten kotzen. Wie ist denn das? Stört es die, wenn ich sie in gemischte Truppen setze? Besessene. Was? Okay. Hallo. Waffenstreich, Nahkampf, dämonische Stärke. Gewährt für den körperlichen Gebrüst zum Ende des Kampfes. Das ist die zweite Reihefähigkeit. 13 für körperlichen Schadenzug. Wo war das mit Führungsstärke? Wo sehe ich denn meine Führungsstärke? 10. Grundwert 10. Okay. Also ich habe Zombies. Warte mal, hatten die alle eine zweite Reihefähigkeit? Mal schauen. Zweite Reihe trifft das Ziel mit dem Prozent und niedrigsten LP, fügt unendlich vergiftet zu. Auch cool. Ansonsten können sie kotzen und sonstiges. Der Soldat, was kann der Soldat? Gewährt mit dem niedrigsten LP geschützt und widerstandsfähig. Zieh dich schon. Das ist ganz cool mit zweiter Reihe. Wenn es unter 50% ist. Okay. Sollte ich die alle annehmen? Wie kosten die? Die kosten nicht so viel. Und die kosten halt, naja. Gewährt verbünden unheiligen Schutz und gehen bis zum Ende des Kampfes. Wie ist denn die Moral, wenn ich die Truppen mische? Also bei King's Bounty war es ja so, wenn ich mische, dann ganz schlecht. Moment, ihr könnt heilen. Die dunkle Macht. Moment. Wer ist denn hier überhaupt gut? Die sind ja alle böse. Wollt ihr mich in eine... Komm, wir anwerben. Anwerben. Ein Gebäude hat eine Einheit ausgebildet. Du findest diese eine in deinem Truppenverwaltung. Sammelt sie in den Schlachten, dann musst du sie zu einer aktiven Truppe hinzufügen. Du kannst sie dann auch in der... Zustellen kannst du sie im Produktionsgebäude ausbilden. Sie kann bis zu
aktuelle Stufe ausgebildet werden. Die Ausbildung kostet allerdings Gold. Also baue deine Einheiten klug und bilde dir mit Bedacht aus. Dazu muss ich erstmal wissen, welche Einheit ich haben will. Ich kann die jetzt hier Maximum erreicht. Okay, ja, weil ich Maximum erreicht habe. Wir kaufen erstmal, also Gold ist anscheinend eine Ressource, aber ich kaufe trotzdem mal von allen. Moment, hä? Bitte was? Oh, shit. Ah, das ist belastend. Ja, okay, jetzt habe ich viele von denen. Ich kann mehrere von denen besitzen. Okay, ich mache jetzt einfach mal... Ich will sie einfach mal kennenlernen. Ich will einfach mal alle mitnehmen und so. So, wo ist die Truppübersicht? Einheiten. So, wie viel kann ich denn maximal mitnehmen? Erste Reihe, zweite Reihe. Ich kann ja bloß einen mitnehmen, wenn ich das richtig deute. Also, das ist super. Die kosten alle nämlich 10. Also nehme ich, was nehme ich denn mit? Ich nehme... irgendwas, was... zweite Reihe? Ah, komm. Ich setze dich in die zweite Reihe. In der zweiten Reihe kostet es... Oh, in der zweiten Reihe kostet es nichts. Und entgehen bis zum Ende des Kampfes. Entgehen Chance. Ausweichen Chance. Das ist nicht schlecht. Der macht Schutz. Die können ja auch die Splitter bekommen. Und du bis zum Ende gewährt Verbündeten. Allen Verbündeten. Na, dich möchte ich auf jeden Fall in der zweiten Reihe. Geil. Und dann. Fünf in einer Linie, abklingt seine zwei Runden. Gewährt Verbündeten. Bis zum Ende des Kampfes. Das ist immer was Gutes. Okay, dann wirst du hier mitkämpfen. Genau, jetzt ist das voll. Okay, cool. Habe ich da schon mal einen Trupp. Ein Trupp, der mich ordentlich bufft. Oder halt eine hintere Reihe, die mich ordentlich bufft. Und hier habe ich einen Soldaten und falls der fällt, habe ich noch ein paar extra über. Ja, das ist doch gut. Und die haben anscheinend keine Probleme, miteinander in einer Truppe zu sein. Was passiert jetzt, wenn ich da draufklicke? Ah ja, ich könnte bald einen Marktplatz oder eine Schmiede bauen. Sollten anwerben, Ausrüstung kaufen, Ressourcen kaufen. Ausrüstung verbessern, Gefühlssplitter verschmelzen. Verschmelzen, okay. So, das haben wir gemacht. Jetzt können wir... Haben wir sonst noch irgendwas hier? Millions erkundetes... uralten Gewölbes, okay. Da gibt es anscheinend auch noch einen Untergrund-Dungeon oder wie? Naja, wir gehen in die Burg. In der Burg kannst du eine Reihe von Dingen tun. Mit deinen Gefährten sprechen, neue Zauber für Eviana erforschen, Fertigkeiten anders zuweisen. Ich kann umskillen. Ressourcen von einem neuen Gewinn in der Welt sammeln, kommt regelmäßig wieder, okay. Begleiter ausbilden, um Stufen aufzusteigen, um über den nächsten Schritt in ein Abenteuer zu sprechen. Wendet sich... dich an Orion. Ressourcen sammeln? Geht noch nichts. Scheinbar kann man hier Minen oder sowas haben. Und dann kann man hier Sachen sammeln. Es gibt Gold, Eisen, Holz und irgendwelche, ja gut, Arkanflux ist noch eine Ressource, glaube ich, wobei. Und dann gibt es diese komischen Essenzen. Zauberforschen. Schauen wir das mal an. Was haben wir hier? Da sind neue Zauber, die ich gefunden habe. Ich muss sie aber erst erforschen, damit ich sie zaubern kann. Oder wie? Und was bedeutet erforschen? Kostet Geld. Naja, sagen wir es mal so. Was soll der Geiz? Jetzt am Anfang, ich habe das Geld bekommen. Also all in. Geblendet zu. Was macht das? Geschwächt. Und hier, nach Summon 5 Runden, verschwindet er nieder und geht nicht auf den Friedhof. Achso, der kommt nur, wenn einer verwirrt oder verbrannt ist. Interessant. Das ist vielleicht dann gut, wenn es nur eine Bedingung ist. Gefährten und Sondereinheiten ausbilden. Der ist schon Max, deswegen Gefährten treffen als letztes. Mit ihm sprechen. Oh, da sehen wir, haben wir auch, oh, willkommen in Ilion, oder wie es heißt, Achievement. Wir haben gerade im Hintergrund gesehen, da waren, da 1, 2, 3, ich
glaube, in der hinteren Reihe sind 5, also insgesamt sind es 9 Gefährten später scheinbar. Wochen vergehen. Wow, hallo. Du trainierst unermüdlich auf den Höfen unter den Pavillons und verfeinerst so nach und nach deine Macht. Nachts verbringst du deine ruhelosen Stunden damit, das Burggelände zu erkunden. Eines Nachts, heute Nacht, folgt Orion dir zu dem riesigen Bauwerk, das sich aus den Trümmern dieses vergessenen Landes in den Himmel schraubt. Drinnen entdeckst du einen großen Saal, der eine steinerne Tafel birgt. Darauf erwartet dich ein vertrauter Anblick. Das ist jetzt das Verwirrende. Hier wird nichts gesprochen. Ich hoffe, das ist ein Bug oder sowas. Sieh mal, eine Karte von Nevenda. Wenn sie stimmt, liegt diese Stadt im Mittelpunkt der Welt. Wieso hat sie nie jemand gefunden? Du siehst auf eine ausladende Karte von Nevenda hin und dann träumst davon, was diese alte Burg hätte sein können oder was sie noch werden könnte. Hey, Avi, als wir hier angekommen sind, hast du etwas gesagt, das mir seitdem ständig durch den Kopf geht. Vor den Statuen hast du gesagt, dass es Schicksal war. Was ist unser Schicksal? Tja. Ich klinge verrückt, ich weiß, um eine neue Heimat zu schaffen, um die Welt zu befreien, ich weiß nicht mehr vor was, um eine Armee aufzubauen, ich weiß nicht wofür. Deswegen ist das wahrscheinlich am sinnvollsten, um eine neue Heimat zu schaffen. Als diese Macht mich durchströmte, schloss ich meine Augen und sah diesen Ort. Aber als zu Hause, hier waren Familien, Märkte, Lieder, Gelächter, Liebe. Zu Hause. Wir haben uns gerade so durchgeschlagen, einen schlecht bezahlten Auftrag nach dem anderen erfüllt. Jetzt sitzen wir hier fest und haben kaum noch Nahrung oder Wasser. Gut, aber du hast an deiner Kraft gearbeitet. Bald wirst du sie kontrollieren können und dann kommen wir hier raus. Oder wir bleiben hier. Mit ein wenig Arbeit könnte das hier das Zuhause werden, das wir uns immer gewünscht haben. Stell's dir nur mal vor. Orion sieht an dir vorbei und inspiziert den Saal. Ja, scheint er zu sich selbst zu sagen, als er die Hände in die Hüften stemmt. Das wird hübsch werden. Klasse. Klasse? Ja, klasse. Aber das Imperium wird uns suchen und finden. Und findet immer, wonach es sucht. Auch hier. Dann heuern wir Beschützer an. Ich schütze, wir brauchen Verbündete. Und Geld. Und Bier. Jede Menge Bier. Hey, ich hatte auch schon so angebissen. Wo fangen wir an? Du lenkst deine Aufmerksamkeit auf die Karte. Mit etwas Schleue ließen sich aus allen Bewohnern Nevandas starke Verbündete machen. Doch wo fängt man an? Was ist mit der unheiligen Legion? Das Imperium will uns tot sehen, was logisch ist. Wir könnten uns an seine Feinde wenden, die Legion der Verdammten. Ich bin noch nie einem Dämon begegnet. Vermutlich, weil sie es so wollen. Fremdlinge werden nur in Heurig akzeptiert. Wenn wir Verbündete suchen, sollten wir dort anfangen. Ich glaub's nicht, dass wir das tun. Aber was ist mit den Horden? Das Imperium würde nie vermuten, dass wir eine Allianz mit den Untoten eingehen. Was meinst du? Ah, wie die Königin der Schädel. Wie treffend. Hab schon Schlimmeres gehört. Alle Untoten verehren ihre Göttin Mortis mehr als alles andere. Wenn es einen Weg gäbe, sie auf unsere Seite zu ziehen, wären sie furchteinflößende Verbündete. Wenn diese Karte stimmt, liegt Graulaub entlegen genug, um ungesehen dorthin zu gelangen. Der Wald soll Mortis Nekromanten mal ein Zuhause gewesen sein. Das sind die 4 Fraktionen. Wem aus dem Imperium vertrauen? Wir sind inzwischen Feinde des Imperiums. Das macht die anderen Feinde des Imperiums zu unseren Freunden. Denkst du, was ich denke? Die Burg Glapsal? Das Versteck des Söldnerkönigs. Die Tore stehen allen offen. Falls jemand bei uns mitmachen will, finden wir ihn dort. Und noch die Elfen. Wo finden wir die Elfenstämme? Wir sind entwurzelt, auf der Flucht. Die Stämme könnten uns helfen, aber wo finden wir sie? Die Elfen sollen in den Weißlanden gesichtet worden sein. Im alten Zwergengebiet? Diese Berge sind gefährlich. Nicht mehr als die Elfen, aber ich habe so eine Ahnung, dass es dir das Risiko wert ist. Na gut, ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich arbeite weiter an meiner Kraft. Wenn ich bereit bin, brechen wir auf nach... ins Zwielicht. Aviana und Orion beginnen als neutrale Fraktionen. Im Laufe deines Abenteuers verbessern oder verschlimmern Entscheidungen aber deinen Stand bei den Fraktionen von Nevenda. Je besser dein Stand, desto mehr Vorteile erhältst du dadurch. Dein Stand wirkt sich auf die Einheiten aus, die du rekrutieren, die Ausrüstung, die du verwenden und die Belohnung, die du erhalten kannst. Sie wirken sich auch darauf aus, wie bestimmte Bewohner von Nevenda auf dich reagieren und wie dein Abenteuer enden wird. Schließe deine Bündnisse also mit Bedacht. Level up! Level up! Level up! Okay, normal, leicht. Schwer. Normal. Ja gut. Die Weißlinge, Zuflucht der Zwerge.
Die Wälder der Verlorenen, einst einmal von dem man das Nekromanten. Zwischen den Saisonen feiern die Bewohner das Fest der geschmolzenen Monde durch. Sterben sie danach, streben sie danach, eine 3 Tage während der Nacht dabei zu werden. Okay. Nee, wir gehen zu den Söldnern zuerst mal. Die Witwen weiten. Ehedem der Hauptsitz des Imperiums ist Burg Labsal inzwischen nur noch ein Außenposten. Die Heimat von Rebellen, Dieben und Mietkriegern. Genau der richtige Ort für uns. Halten für Schnellreise. Ah ja, okay. Auf geht's. Let's go. Die sanften Hügel der Weiten, die sich wie ein ruhiges Meer erstrecken, bilden einen breiten Weg nach Burg Labsal, die in der Ferne über Landschaft thront. Die Witwenweiten. Ah. Der einzige Ort, an dem Gesetzlose nicht vom Schleier verfolgt werden. Hoffen wir, dass der Söldnerkönig gute Laune hat. Meinst du, er gewährt uns eine Audienz? Er ist der Söldnerkönig und wir sind Söldner. Dieser Bund wurde in den 4 Himmeln geschlossen. Und wenn doch, gibt's wenigstens Bier. Jede Menge. Und deshalb nenne ich sie auch gerne die Weizenweiten. Weniger reden, mehr marschieren. Ich könnte hier jetzt mit ihm liebäugeln. Ein hübsches Gesicht und Sinn für... Naja, überlass das Reden mir. Halte dich an mich, wenn wir in der Burg sind. Dein Charme kommt bei Betrunkenen besser an als bei Diplomaten. Orin tut erst empört, lacht dann vielleicht aber weiter. Vielleicht schaffen wir es noch vor Einbruch der Nacht. Los. Um Xillian zurückzukehren, muss Aviana ein Portal erschaffen. Drücke da... Okay, Portalzeichen dort unten. Nur unter freiem Himmel. Möglich. Okay, also gibt's auch nicht freier Himmel, wie es scheint. Trifft den Söldnerkönig. Der ist da irgendwo in der Nähe. Lebensbrunnen ist hier direkt. Was haben wir hier sonst? Wenn ich Tabulator drücke, habe ich nur den Lebensbrunnen. Dort oben ist jemand, mit dem ich reden kann. Eudes von den Bauern. Der Hufschlag eurer Pferde lockt einen alten Soldaten aus seinem kleinen Bauernhaus. Seine Hand ruht auf dem Knauf eines rostigen Schwertes. Wenn du ein Räuber bist, gibt es nichts zu rauben. Mein Name ist Aviana. Ich bin nur auf der Durchreise. Verzeih, ich bin Eudes. Ich bin nur ein wenig angespannt. Und der Eintreiber im Nacken sitzt und darauf besteht, dass wir der Kirche den Zehnt abbezahlen. Wenn ich nicht bezahle, wird er mir als nächstes meinen Hof wegnehmen. Warum bist du gekleidet wie ein Soldat? Du siehst mir nicht aus wie ein Bauer, Eudes. Mehr wie ein Soldat. Jawohl, ich war einer. Der alte König gab jedem von uns nach Dienstende ein Stück Land. Du meinst, Krieg führen ist hart, aber stell dich mal an einen Pflug. Diese Felder sehen dürr aus. Was baust du an? Du bist wohl nicht bis hierher geritten, um mich einen schlechten Bauern zu nennen. Wir bauen Weizen für Bier an. Aber die Ernte ist schlecht, seit die Flüsse sauer sind. Ich war noch nicht in Grimmertshafen, aber die Geschichten, die man so hört, vielleicht sollte ich besser hierbleiben. Ich denke mal, deine Schulden sind recht hoch. Mehr als dieser Hof einbringen kann. Der Eintreiber würde mir das Hemd vom Rücken nehmen und wenn das nicht reicht, auch noch die Haut. Der Eintreiber, ein sehr spezieller Name. Ich kenne seinen echten Namen nicht und ich will ihn auch nicht wissen. Er heißt so, weil er Steuern für Baron Galtier und den Söldnerkönig eintreibt. Oder zumindest hat er das früher getan. Bezahl oder schärf deine Klinge. Diese 2 Möglichkeiten hast du. Ich würde sagen, du hast 2 Möglichkeiten. Entweder du bezahlst den Eintreiber oder du schärfst deine alte Klinge. Meine Tage als Kämpfer sind längst vorbei. Als die Rebellion begann, gab ich meine Ernte den Rebellen. Das waren einst gute Leute mit hehren Zielen. Aber sie kommen immer wieder und wollen immer mehr. Mittlerweile sind sie mehr Diebe als Rebellen. Und solange dem so ist, werden die Rebellen deine Ernte nehmen und der Eintreiber dein Geld. Genau so ist es. Zumindest bis ich verhungere. Dann werden sie um meine Knochen streiten. Okay, ich habe jetzt... Oh, ich habe jetzt die Möglichkeit, mehrere Dinge zu machen. Ich könnte jetzt... Ich kann mich nicht einmischen. Aber das hört sich nach Quest an. Ich kann mich dazu entscheiden, die Rebellen zu killen. Dann kann er sein Getreide behalten. Aber der Eintreiber wird sein Gold klauen. Ich kann den Eintreiber killen. Dann kann er sein Gold behalten. Aber die Rebellen werden sein Getreide klauen. Oder wir töten sie alle. Und vernichten sie alle. Wenn man nichts tut, ändert sich nichts. Ich würde sagen, wir töten den Eintreiber, weil er den Zehnt eintreibt, und die Rebellen, weil sie deine Ernte stehlen. Ha, solche Worte habe ich seit einer Epoche nicht gehört. Nun, du würdest den Bauern einen Gefallen tun, obwohl ich dir nicht viel als Gegenleistung bieten kann. Bezahlung später, Gerechtigkeit jetzt.
Was kannst du mir über die Weiten erzählen? Klingt, als wärst du Gerüchten nicht abgeneigt. Gibt es was Neues? Achso, ja, sie. Ich habe von einem Angriff auf die Kirche des heiligen Darschild gehört. Offenbar hat es einen Attentäter auf den Priester abgesehen und dabei wurde fast die ganze Kirche zerstört. Wurde sie? Ich kann mich nicht daran erinnern. Was kannst du mir über den Eintreiber erzählen? Reden wir über den Eintreiber. Nun, ich habe ein paar Neuigkeiten gehört. Er steht dem Baron im Süden sehr nah und war die rechte Hand des Söldnerkönigs. Diese Macht hat ihn reich gemacht. Nicht viel, aber er trägt einen Schlüssel um seinen Hals. Angeblich ist der Schlüssel zu einem Vermögen. Aber den kommt man nur, wenn man den Hals durchschlägt. Was weißt du über die Rebellen? Es ist nett von dir, dass du die Rebellen ernährst, Eudes. Aber du glaubst doch nicht wirklich, dass sie sich gegen das Imperium stellen können. Nicht das Imperium, der Schleier. Wenn wir uns hier nicht wehren, so dann. Manche denken, dass die Rebellion nur vom Schleier angezettelt wurde, damit sie einen Grund haben, Truppen zu schicken und Labsal einzunehmen. Okay. Das könnte hässlich werden, Eudes. Bleib bewaffnet und versteck dich, bis ich wiederkomme. Okay. Okay. Was ist das? Die Glocke des Matthäus Hugo, der erste Söldnerkönig. Ja, ja. So, hier haben wir eine Labsalwache. Und hier haben wir direkt den Eintreiber. Ein gewaltiger, bestialischer Mann schaut dich böse von den Münzen hoch. Ihr gerade zählt. Und nicht aus den Weiten, sonst würde ich dich kennen. Nenn mich Aviana. Einst trieb ich Steuern für den König ein, heute den Zehnt für den Prior. Man nennt mich den Eintreiber. Den Namen kenne ich, du hast Bauern ausgebeutet. Das sagen die Bauern. Wenn Eudes die Hälfte der Zeit, die er sich beschwert, auf den Feldern arbeiten würde, hätten wir keine Probleme. Dennoch wärst du nicht gekommen, wenn du nicht vorhättest, etwas dagegen zu tun. Es ist höchste Zeit, dass dir mal jemand zeigt, wie es sich anfühlt, wenn jemand an Eintreiben kommt. Ich fange mit deinen Händen an, dann treibe ich deinen Kopf ein. Wow, richtig brutal gleich. Wow! Ich kann mich nicht zurückziehen. Wir sind Stufe 2, aber die sind alle Stufe 1. Wow, okay. Das ist ein harter Kampf, würde ich sagen. Harter Kampf. Oh, hier haben wir auch ein anderes Feld. Aber wir kriegen erstmal schöne Buffs. Die haben keine Leute in der zweiten Reihe, aber gut, naja. Was haben wir hier? Siegel des Feuers, die sich über dieses Feld bewegt. Schaden in Höhe. Ah ja, das ist aber nicht so gut. Außer ich will einen Dämon beschwören. Hier gibt es auf jeden Fall Heilfelder. Ich kann mit ihm das Heilfeld snacken. Ich schleich mich durch. Und dann wieder zurück. Sie wartet. Der Soldat wartet auch. Der kotzt einen an. Sehr gut. Mit vergiftet. Den Feind unter Druck. Für die Ehre. Schmerz wird ein Lohn sein. Der bufft sich, okay. Und rennt weg. Sie läuft einfach bloß weg. Okay, dann sind die Nahkämpfer das erste Ziel. Dann greifen wir an. Erstmal schlitzen wir den oben. Durchbreche die Linie. In der Offensive. Okay. Wir können uns komplett auf den einen fokussen. Spür den Biss meiner Klinge. Der macht schon echt gut Schaden. Wir halten hier die Stellung. Obwohl die Stufe 3 sind, bin ich erst als erstes dran. Cool. Wenn Einheiten besiegt, werden sie auf den Friedhof geschickt, um zu sehen, welche Einheiten auf dem Friedhof sind. Genau. Sei vorsichtig, die Einheiten, die am Ende des Kampfes auf dem Friedhof sind, werden sterben. Am Ende des Kampfes. Okay, also wenn ich jemanden verlieren würde, am Ende des... Und ich regeneriere nicht, also ich erwecke nicht wieder von den Toten, dann verliere ich ihn komplett anscheinend. Na gut, dann ist es so. Wir werden siegen. Victory for Sylvanas. Den Feind. Ah. Durchbreche die Linie. Ich kapituliere niemals. Ja, das ist das Schwächste von meinen. Auf in den Kampf. Da holt sich erstmal eine Heilung. Und Regeneration ist das Schlimmere.
schön in die Mangel nehmen. In die Zange. Auch da schön in die Zange nehmen. Alle sind in der Zange. In der Offensive. Ah, das ist schlecht. Ich kapituliere niemals. Der ist des Todes. Auf mehrere Arten. Ja, mein einzelner Söldner könnte draufgehen, wenn es so weitergeht. Okay, die greift jetzt auch an. Erstmal geballert hat sie. Das wird danach brauche ich was ordentliche Schaden. Wir können ja hier raufgehen. Ja, ja. Schleich dich durch. Wehre den Feind ab. Auf den müssen wir ein bisschen schlagen. Zermürb den Feind. Ich zauber mal. Hier, Solionius Nebel. Heilung und Regeneration. Oh. Und sie heilt sich ab. Du wagst es, meinen Zorn heraufzubeschwören. Jetzt weiß ich nicht, will ich mit dem direkt nach vorne sprinten, um die anzugreifen? Oder will ich erstmal den wegmachen? Heilstrahl, oder was war das? Na, vielleicht konzentriere ich mich jetzt einfach auf sie. Wenn sie sich schon nach vorne wagt, soll sie leiden. Du bist erledigt. Für die Ehre. Ich kapituliere niemals. Ihr könnt weiterhin kämpfen. Wehre den Feind ab. Oh, jetzt kriegt sie einen Vergifteter. Was kann der überhaupt? Außer rumlaufen. Der Eintreiber taugt nichts. Geschwächt. Okay, sie ist auf jeden Fall schlecht drauf. Ich schleich mich durch. Er ist zwar dann der Mangel von den Gegnern, aber ich glaube, das wird nicht lange halten. Das ist eklig, dass der ihn besiegen kann. Aber dafür killen wir sie. Begegne deinem Schicksal. Sehr geil. Der kriegt Schaden. Okay. Wow, 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 wow. Ein Feuer. So ein Feuerball, Junge. Was? So ein Gelegenheitsschlag wäre nicht schlecht. Kannst du da rüber? Gönn dir das, die Heilung dann später. Ja. Hey, Dude. Noch sieht man mich. Greifen wir einfach den an. Der hat zwar ein Schutzschild, aber hey, das bringt es ihm schon. Lass mich, ich will bloß die Heilung. Und den. Wir konzentrieren uns auf den Boss. Anstatt den Billo-Söldner. Jetzt rennt er raus. Ja. Aber jetzt steht er in einer guten Position, wo ich... Erst kann ich zuschlagen. Dann kann ich dahin laufen. Schöne Heilung. Damit ist der auf jeden Fall safe am Leben. Es wird keiner Verdacht schöpfen. So, und jetzt wirst du geschlitzt. Oh ja. Jetzt kommt Avi. Und dann wird es auch schmerzhaft. Oh ja. Noch der Spuck... Nein, wir brauchen nicht den Spucker. Setze den Feind unter Druck. Der kann was machen. Wir halten hier die Stellung. Lang lebe das Imperium. Der Eintreiber. Oh! Ach, das war das Ziel, den Eintreiber zu besiegen. Ja, das hätte ich dann gleich forcieren können. Ah, jeder kriegt Erfahrungspunkte. Jeder der Teilgenommen. Auch in die Hinterreihe. Gut. Gut. Das ist sehr gut. Inmitten der Münzen und des Blutes findest du einen uralten, rostigen Schlüssel. Ori, schau mal. Ich würde das Zeichen überall erkennen. Es stammt aus dem alten Imperium. Vater ist so eines auf seiner Rüstung. Was auch immer der Schlüssel öffnet, muss sehr gut versteckt und unglaublich alt sein. Oh ja, und
so haben wir uns auf die Seite eines Bauern gestellt. Einfach so. Das könnte ein fataler Fehler sein, aber ich habe es getan. Und wie es weitergeht, das erfahren wir, wenn ihr Bock drauf habt. Schreibt es in die Kommentare. Ansonsten sind wir am Ende angelangt. Wir haben einiges von dem Spiel gesehen. Es ist sehr interessant. Ist recht cool von den Mechanics her. Ich liebe Rundenstrategie. Und Rollenspiel auch. Deswegen ist es ein Spiel nach meinem Geschmack. Ich gehe davon aus, selbst wenn ihr es nicht so feiert, ich werde auf jeden Fall weiter zocken. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.